Vor 5 Jahren begann der Krieg in der Ostukraine. Ein Konflikt zwischen der Ukraine und prorussischen Separatisten, bei dem inzwischen mehr als 10.000 Menschen gestorben sind. Und auch wenn nach dem Minsker Abkommen von dem Konflikt in letzter Zeit weniger zu hören und zu sehen war, es wird weiter gekämpft mit Gewehren und schweren Geschützen. Nun finden am kommenden Sonntag in der Ukraine Präsidentschaftswahlen statt. Und nicht überraschend führt in den Umfragen ein Mann, der erklärt, wir müssen das Schießen beenden und unser Land wieder aufbauen. Entscheidend sei, dass kein einziger Mensch mehr sterbe, sagt Kandidat Wladimir Selenskyj. Eigentlich ein Schauspieler. Die Sehnsucht nach Frieden ist eben riesengroß. Birgit Pfirnig berichtet aus dem Kriegsgebiet an der Grenze zu Luhansk, einer von Separatisten kontrollierten und von ihnen selbst ernannten Volksrepublik. Einst Wahrzeichen der mächtigen Industrieregion Donbass. Heute laufen die Förderbänder in den Anlagen aus den 50er Jahren nur noch gedrosselt. Kontrollposten schützen strategisch wichtige Zechen. Sie waren mal der Motor der ukrainischen Industrie. Am Horizont beginnt die selbsternannte Volksrepublik Lugansk. Früher waren die Stimmen des Donbass, des Ruhrgebiets der Ukraine, bei den Wahlen oft ausschlaggebend. Heute die Siedlungen, verwaist, grau, erstarrt. Doch jetzt ist Bewegung in die alte Bergarbeitersiedlung Salatoje gekommen. Die 50-jährige Oksana hat ihren zerstörten Laden wieder aufgebaut. Trotz ständiger Bombardements durch prorussische Separatisten will sie nicht weichen. Wir sind ein Frauenkollektiv und da wollten wir in all das Grau etwas Farbe bringen. Also haben wir den Laden pink angestrichen, also eine richtige Mädchenfarbe, um den Leuten Hoffnung zu machen. Denn kaum einer hier hat einen Job mehr. Viele leben von mickrigen Renten. So ist der Laden inmitten all der Trostlosigkeit zum Anlaufpunkt für alle geworden, die das kleine Bergarbeiterstädtchen nicht verlassen wollen. Die Leute kommen hier zusammen, da das ganze Städtchen zerstört ist. Wir kommen zum Kaufen und zum Schwatzen. Hier können wir über alles sprechen. Auch über Politik. Für die meisten steht fest, auch für Oksana, die nächste Regierung muss Frieden bringen und den Krieg beenden, der ihnen aus ihrer Sicht von Russland aufgezwungen wurde. Weitere 5 Jahre hält keiner aus, die Menschen sind kriegsmüde. Ihren Traum von einer besseren Zukunft schauen sie sich im Fernsehen an, wo der Komiker Selenskyj einen ukrainischen Präsidenten spielt, der nicht korrupt ist. Ich finde gut, was er gesagt hat. Man müsse sogar mit dem Teufel verhandeln, um Frieden in den Donbass zu bringen. Und der Schauspieler Selenskyj verspricht das nicht nur im Fernsehen. Er kandidiert für die Präsidentschaftswahlen. Der nächste Präsident müsste das Parlament total umkrempeln. Die Politiker von den Futtertrögen vertreiben und die Wirtschaft ankurbeln, damit die Menschen wieder Arbeit bekommen und vernünftige Gehälter. Und deshalb wollen alle hier wählen gehen am Sonntag. Auch wenn im Augenblick noch nicht einmal klar ist, wie sie überhaupt zu den Wahllokalen gelangen sollen. Ohne öffentliche Verkehrsmittel. Einige der Bergarbeiter haben versprochen, die alten Damen mit ihren Autos und Lieferwagen abzuholen. Dass er mal einer der ganz großen Hollywoods werden würde, das war irgendwie schon früh erkennbar, als Robert Redford seine Kinokarriere mit dem Antikriegsfilm Hinter feindlichen Linien startete. Doch auch hinter der Kamera machte er sich einen Namen. Für sein Regiedebüt, Eine ganz normale Familie, bekam er 1980 gleich den Oscar. 82 Jahre ist Redford mittlerweile alt und findet, es sei an der Zeit, wenn überhaupt, nur noch hinter der Kamera zu agieren. Und so kommt diese Woche mit Ein Gauner und Gentleman sein letzter Film als Schauspieler in die Kinos. Zumindest hat er es selbst so verkündet. Ob es dann wirklich so kommt oder nicht, Klaus Lesche stellt den Abschiedsfilm vor. Entschuldigung, Sir, ich würde...